Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. So, er muss jetzt endlich ins Bett. Sie braucht jetzt die Kelly nicht baden. Das kann er jetzt machen, wenn ich die Kelly finde. Da ist er. Baden bitte. Ich weiß, du bist müde. Oh, du bist extrem müde. Dann lassen wir das. Dann gehst du schlafen. Dann musst du doch noch mal aufstehen und du darfst jetzt die Kelly baden, weil die muss dringend gebadet werden. So. Was ist denn da los, Sims? Ach Mensch, also manchmal ist Sims wirklich schwierig. Kannst du das verwenden? Mehr Auswahl. So, jetzt klappt's hoffentlich. Keine Ahnung, was da immer wieder los ist. Es klappt schon wieder nicht. Sims. Also manchmal ist das Spiel sowas von zum Kotzen. Klappt's jetzt? Halleluja. Schwere Geburt. Schwere Geburt, kann ich dazu nur sagen. So, wie weit bist du? Du bist müde. Du kannst danach dann mal aufs Klo gehen und dann pennen. Und die Zusatzaufgaben dann morgen machen. So, du darfst dich danach auch schlafen legen. Michelle hat übrigens gut verdient. Das war gerade in der Zeit, wo ich kurz zwischen den zwei Videos. Oh, Entschuldigung, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich drauf. 3696 Simoleons hat er verdient. Also richtig gut. Muss man schon sagen. So, du hast deine Hausaufgaben fertig. Das ist gut. Dann darfst du gerade aufs Klo gehen und gehst dann ins Bett. So, Kelly ist auch wieder sauber. Ja, die hatte es dringend nötig. Man sieht es jetzt wieder, jetzt ist es nämlich sehr viel heller als vorher. Dringendst hatte sie das nötig. Ich glaube, was. Das könnte sein, dass das fehlt. BB Move Objects. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. So. Karl ist noch auf dem Klo und wenn der dann auch im Bett ist, dann läuft die Zeit auch schneller. Und dann können wir morgen Geburtstag feiern, ne? Morgen ist dann, genau, da ist Samstag. Also heute können wir dann Geburtstag feiern. Weil heute haben die zwei Kiddies Geburtstag. Dann werden Karl, Maria und Carlos auch älter. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Zeit vergeht. Und dann, sobald sie ausgeschlafen ist, so. Wer ist jetzt wach? Oh, du musst dringend duschen, okay, oder baden. Ja, was man halt so nachts um 3 macht, ne? Oder hast du aufs Klo gemusst? Nee, dann wäre das hier voll, wäre das jetzt komplett voll wieder. Was man so nachts um 3 tut, ne? Nicht wahr, Carla Maria? Aber klar, wenn du morgen Geburtstag hast, dann willst du natürlich schick aussehen. Verständlich. Absolut verständlich.
Aber ja, ist er auch nicht lange, dann ist er auch wieder fit. Ist noch jemand wach? Nö. Du noch nicht. Du noch nicht. Oh, du müsstest aber dringend aufs Klo. Ich weiß nicht gerade, ob ich dich hier nach oben schicke. Geh du mal. Bevor das ein Unglück gibt. So, wie sieht's bei dem Rest aus? Du kriegst Hunger. Brauchst Hygiene, der Michelle. Sie ist soweit eigentlich fit. Ein bisschen können wir aber noch geben. Er auch so langsam wieder. Ja, sie badet gerade noch. Und er muss halt dringend aufs Klo. Wobei, es könnte dann eigentlich mal aufstehen und Kuchen machen, ne? Karob-Kokoskuchen, machen wir den mal. Michelle könnte es auch machen, aber der ist noch dermaßen K.O. Der soll mal noch weiter schlafen. Und dann, sobald er fertig ist, der Kuchen, können wir... Du brauchst Spaß, ne? Genau. Dup-dup-dup. Tillabidup. So, wann muss Michelle wieder zur Arbeit? Heute um 17 Uhr. Er kriegt Hunger. Da müssen wir nachher ein bisschen Geburtstagsparty machen. Dann kannst du schon mal aufstehen und duschen gehen. So. Wingelbui. Machst du da jetzt weiter? Ah, hi Carla Maria. Ich wollte mit meinem Lieblingsspielzeug spielen. Such mal weiter. Gefühle erhalten. Du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Aber gern doch. Du hörst hier einfach auf. Mach vor, weiter. Carla. Kommst du zurück? Carla. Kommst du umgehend zurück? Du könntest ja eigentlich gerade mal noch Eier einsammeln, Futter verstreuen, Stall säubern und Futter verstreuen. Dann machen wir morgen, also am Sonntag, das Restaurant wieder auf. Silvester! Oh. Okay. Partystimmung. Countdown bis nach Mitternacht. So, du darfst hier Auftritt üben. So, er hat Eier eingesammelt. Das ist schon mal gut. Die können wir auch verkaufen. Zwei Bruteier. Oh, sehr gut. Können mal wieder hier... So, die verkaufen wir. Das verkaufen wir. Die Gummiente stellen wir wieder hier hin, ne? So, Halleluja. Du darfst da Geburtstagskerzen drauf machen. Sehr gut. Und dann veranstalten wir mal eine Party, ne? Geburtstagskinder. Ja, sehr gut. Und zwar machen wir eine Geburtstagsparty. Wo finden wir sie denn? Da. Geburtstagsparty. Die zwei sind die Geburtstagskinder. Gäste haben wir natürlich den Karl, Carla, Michelle.
klar, die Morgan. Kyla? Die können wir mal mit dazu holen. Die Vanessas. Den Tommy holen wir mal dazu. Julia. Kennst du die Dings gar nicht? Die Freundin von ihm hier. Aber so eine Catering brauchen wir nicht. Entertainer, Mixer brauchen wir auch nicht. Aber wir brauchen natürlich einen Veranstaltungsort. Und das ist logischerweise unser Haus. Sehr gut. So, sehr schön. Dann darfst du jetzt schon mal Kerzen auspusten. Und danach holen wir den Carlos hierher, der darf das auch. Sehr gut. So, Carla Maria ist älter geworden. Was ist das? Insider, okay. Und da machen wir... Sie ist eigentlich so eine Kreative, ne? Herausragende Malerin. Machen wir Malerin, ja. Wow. So. Bah. Und dann können wir nämlich gleich mal anfangen, die zwei zu gestalten, ne? Wir sind auch noch ein bisschen abnehmen, aber das kriegen wir alles noch hin. Die haben es anscheinend alle drei eher vom Papa geerbt, so die Figur. Aber der Carlos ist schlanker, ne? Kanumi, Merkel Zero. Kanumi. Bombsoy Dimpish. The Gen Z Kimbalaya, Zimonis Arrow. Feiern wir noch Silvester. Woohoo, Philippe Zoob. So, und Geburtstag. So, er hat Paranoid, okay. Und er ist ja eher der sportlichere Typ. Bodybuilder. Extrem. Machen wir Bodybuilder. So. Zum Essen rufen. Zum Essen rufen. Und dann können wir die noch umgestalten, ne? Wer bist du denn? Achso, Karl. Hab dich gar nicht erkannt. So, du darfst noch was essen. Du musst jetzt aufs Klo. Und, ja, ihr müsst wahrscheinlich alle Hausaufgaben machen jetzt, ne? Sehe ich das richtig? Zusatzaufgaben machen. Achso, das ist der Karl. Der darf mal so. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Du darfst Hausaufgaben machen. Ja, auch wenn du Geburtstag hast, darfst du Hausaufgaben machen. So, du kannst hier gerade mal füttern. Und dann hier mal aufräumen. Und wir müssen natürlich unserer liebsten Freundin hier Bescheid sagen, ne? Hey. Silvesterstimmung teilen. So, er muss gleich noch zur Arbeit. Irgendwo ein bisschen Zeit hat er noch. Muss aber auch noch die Aufgabe erledigen, ne? Ja.
zum Wäschekorb bringen. Da darfst du dann singen üben. Comedy-Auftritt üben. So, sehr schön. Wow. Ersetzen wir gerade. Das ersetzen wir einfach gerade mal. Ja, Party, ne? Oder auch nicht Party. Wer warst du nochmal? Tommy. Du bist Tommy? Okay. Okay. Auftritt schreiben, geben, ja. Achtung, recht gute Stimme, würde ich sagen, ne? Oh, ordentlich. So langsam kriegen wir ordentlich Tantiemen. So. So, sehr gut. Du könntest noch mal ein bisschen hier Stimmung machen, ne? Lied singen. Und danach darfst du dir mal was zu essen holen. Zusatzaufgaben abgeschlossen, sehr schön. Dann würde ich sagen, darf der Karl hier noch ein bisschen Training wieder machen. Hat er nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Du machst noch Hausaufgaben, du darfst dann auch noch die Zusatzaufgaben machen. Auch wenn Hausaufgaben am Geburtstag machen langweilig ist, aber dann haben wir den Sonntag zumindest frei. Das ist ja auch schon viel wert, ne? So, wie weit bist du? 75% erledigt, sehr gut. J plus. Oh, du musst aufs Klo. Darfst du danach dann auch mal gehen? Oh, hast du deine Hausaufgaben fertig? Hausaufgaben machen sollst du? Einfach weglegen ist keine Alternative, mein Lieber. Sehr unwohl wegen schmutziger Umgebung. Warum? Weil du stinkst halt, ne? Das kriegen wir aber in den Griff. Dusch du mal. So, und dann müssen wir natürlich auch die Zimmer umgestalten. Das machen wir, sobald die Geburtstagsparty durch ist. So, du musst aufs Klo. Du kannst dann auch noch deine Zusatzaufgaben gerade machen. Wir wollen ja weiterhin gute Schüler bleiben, ne? Meine Lieben. Über neueste Trends reden. Lustige Geschichte erzählen. Über Silvester beschweren. Nee, das machen wir nicht. Haben wir hier noch was? Hochzeitsgeschichte erzählen. Das ist auch immer gut. So, Geburtstagsparty ist bald rum. Ohne Marke Naps. Wibs. Wibs. So, oh, du bist schon da fertig? Auf, das hast du auch fertig, okay. Gut. Dann darfst du da natürlich Sims Clean spielen und du solltest aber vielleicht vorher nochmal auf was schlafen gehen. Dass du wach bist, wenn du... Cebu.
Quaver Parsakong. Oberoi. Gafa. Dirbna. Wem ist das? Widaba. Yerbeck. Feferu. Das darfst du auch mal aufräumen. Bobsini. Nabora. Shazel? Er braucht Spaß. Belohnung verdient. Happy Birthday. Schade wegen der Party, aber wenigstens hat jemand ein Buch als Geschenk dagelassen. So, jetzt haben wir das. Partystimmung. Tanze und mach Musik. Du könntest eigentlich hier mal ein bisschen üben. Zumal er ja die Tagesaufgabe abgeschlossen hat. Du machst dir deine Tagesaufgabe gerade noch. Oh, Bahira Pomeray. So, du hast aber auch noch Zusatzaufgaben zu erledigen, mein Lieber. Was hat Kelly? Hat die Gitarrenfähigkeit erworben, okay. Soybim. So, jetzt ist das auch vorbei mit der Party. Sie hat die Zusatzaufgaben abgeschlossen, das ist gut. Dann würde ich sagen, dann gestalten wir sie jetzt mal, die beiden. Oh, Entschuldigung, dich wollte ich gar nicht. Du solltest das. Du musst gleich aufs Klo. So, dann können wir nämlich jetzt mal gucken, ne? Nice, ja. Guno. Carla Maria. Frisur würde ich... Lassen wir die so. Das gucken wir mal. Das ist die Frisur, die sie hat. Könnten noch was Neckisches, ne? Aber ich finde eigentlich lange Haare recht hübsch. Gucken wir mal. Fangen wir mal oben an. Nee. Pferdeschwanz, das ging, ne? Wäre eine Möglichkeit. Nee. Erst recht nee. Auch nee. Das ging eigentlich. Das finde ich ganz okay. Das war ja das, was wir ursprünglich hatten, oder? Nee. Nee. Das sieht zu langweilig aus. Oder zu brav, oder... Ein bisschen eingefärbt. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wow, das ist ja... Nee. Wäre auch eine Möglichkeit. Raster bin ich nicht so der Fan von. Nee, das Kopftuch, das geht ja nicht. Oh.
Das ist das, was wir ursprünglich hatten, ne? Genau. Hm. Pony vorne gefällt mir nicht so. Das ist auch ganz nett. Ich glaube, das machen wir. Oder die Variante. Die gefällt mir aber, glaube ich, besser. Die nehmen wir. Oder? Oh, das ist auch ganz... Das sieht auch schick aus. Doch, das gefällt mir nochmal besser. Was haben wir da noch? Pony? Das... Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Dann nehme ich, glaube ich, die, oder? Wobei, die sieht halt frecher aus, ne? Nehmen wir die. Bleibt jetzt dabei. So. Das strahlst du, was? So, Klamotten. Das ist deine Alltagskleidung. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Was haben wir denn für vorgefertigte Looks? Von Alltagskleidung. Was? Sibafa. Nein. Ew. Nüsch. Nüsch. Oh, da bishi. Aha, yaba. Nüsch. Warum ist das hier schwarz? Da ist genau gar nichts Schwarzes dabei. Oh, das sieht aber gar nicht so verkehrt aus, ne? Das könnte mir gefallen. Ich würde schon gern irgendwas mit Rock oder Kleid oder so. Das ist jetzt, das, da hat sie nicht so wirklich die Figur für. Genoi. Genoi. Gefiel mir das andere eigentlich besser? Nein. Jabba. Das ist... Nee. Quas? Ist eher für den Winter, ne? Aha. Yes. Auch eher nicht. Nisch. Das ging ja auch. Das sieht auch nicht verkehrt aus. Aha. Ja, aber nisch. Würde ich sogar in der Farbe nehmen, glaube ich. Machen wir. So, schick. Abendkleidung können wir auch mal gerade probieren. Aha. Jabba. Nisch. Oh, da bishi. Yes. So die verpeilte Künstlerin so ein bisschen. Quas? Sibafa. Ich weiß nicht. Auch eher nein. Jabba. Genoi.
Das könnten wir fast machen, ne? Die 8 so ein bisschen auf gotisch oder wie auch immer sich das nennt. Gothic. Oh, das sieht aber auch nicht verkehrt aus. Abala. Ich wollte doch die Farbe nur wechseln. Das würde auch ganz gut passen, glaube ich. Aha. Ja, aber. Gefällt mir die 12 eigentlich besser. Machen wir das. Sport. Yes. Oh, Dabishi. Dabishi. Aha. Yaba. Nehmen wir die Farbe. Nisch. So, Nacht. Was haben wir denn da? Ja, das können wir für die Nacht nehmen. Ausgehkleidung. Das sind wieder die gleichen wie Nacht, oder? Oh, das ist aber gar nicht so verkehrt. Das finde ich eigentlich ganz schick. Das nehmen wir. So, Badekleidung. Da würde ich fast eher so einen Badeanzug bevorzugen. Aber nicht sowas. Was? Ja, nehmen wir das. So, für warm. Warm finde ich eigentlich das, was sie anhat, gar nicht so verkehrt. Gucken wir mal, was hier noch kommt. Blumenmädchen. Ja, ging er auch. Oh, das können wir auch nehmen. Das hat was. Nehmen wir das. Guck mal, was hier noch kommt. Ne, wir nehmen das. So, und warm. So ein bisschen Tiger-Look. Oh doch, das können wir nehmen. Okay, so, dann haben wir sie und dann ist hier noch der Carlos. Carlos Calzone, genau. Die Frisur können wir eigentlich lassen. Passt, glaube ich, zu ihm. Da gehe ich auch mal auf vorgefertigte Looks. So, das ist eine normale Kleidung. Er ist ja eher der sportliche, legere Typ, ne? Würde ich sagen. Ja, das können wir nehmen. Roy. Das können wir nehmen. Was ist das? Party. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Ich gucke hier nochmal gerade durch, aber ich würde es fast nehmen. Sula. Wait, Bo. Fluffy. Nee, nimm mal die 1. With name. Nimm mal die 1 mit dem Rot. Sportlich, ja, das geht voll klar. Nachtwäsche. Noosh. Strümpfen muss nicht sein.
Schlafanzug. Ja, machen, gehen wir im Schlafanzug. Ausgehkleidung. Das ist das Gleiche, was wir schon haben, ne? Hey, Bob. Ja, da würde ich fast sogar das nehmen, glaube ich. Ja, nehmen wir das. Das geht ganz gut. Baden passt. Für warm. Ist das eigentlich okay, was er anhat, oder? Hoppala, so war das nicht gedacht. Da wollte ich draufklicken. Sula. Aha. Ja, das wäre aber auch okay. Oder das. Das ist sein Style. Ja, in der Farbe passt auch. So, und für das nehmen wir. Lederjacke? Ist sie ja. Oder Pelz, das sieht gut aus. Ne, mit der Brille ist nichts. Helm auch nicht. Wobei, den könnte ich zur Not ausziehen, ne? Leffy. Dürfne? Wib ne. Ist aber auch so von den Farben her nicht so meins. Nee. Chabonet. Das nehmen wir, glaube ich. Gucken gerade nochmal, ob wir hier noch einen anderen interessant. Der ist auch schick. Sula. Das nehmen wir, glaube ich. Hey, Bob. Bluffy. Hat das der Karl schon, oder? Nee. Das steht ihm auch ganz gut in der Farbe. Oder sowas halt. Chabonet. Wie ich immer so schön daneben klicke, ne? Sula. Welchen hatten wir denn jetzt gerade? Den hatten wir, genau. In der Farbe dann. Ja, passt. So. Sehr gut. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.